Ja, war ein Schock. Man steht davor und man hört dann jetzt halt, die Mitarbeiterin sagt, das ist ein Wildschwein. Und zuerst denkt man ja, sie vereimert einen. Zwei Wildschweine rannten in das Stadtzentrum und hinterließen ein Bild der Verwüstung und vier Verletzte. Also es lief Friedrichstraße runter und über die Straße und hat gehumpelt, das rechte Bein, und hat sich erstmal ein Bad gegönnt auf dem Parkplatz. Gegen 9 Uhr sind hier zwei Wildschweine in die Innenstadt gelaufen, direkt auf den Marktplatz. Eines von denen, ein Keiler, etwa 50 Kilo schwer, ist dann in die Sparkasse hinein, mehrfach rein, mehrfach wieder raus. Im Zuge dessen hat das Tier nach derzeitigen Erkenntnissen 4 Personen verletzt, zum Glück leichterer Art, wobei man muss sagen, ist natürlich tragisch. Eine Person hat ein Fingerglied durch einen Biss verloren. Da ist gegen und wir können ja nochmal weitergehen. Da gegen gelaufen. Da. Gut, das Wildschwein ist durch die Tür gelaufen und dann erst ins Büro und dann nachher hier hinten durch und wieder zurück hier nach draußen. Die Türen sind, das andere ist nur Schmutz, das kann man alles reinigen, aber die Türen sind halt, die Tür muss neu, weil es hier auch ja nur wirklich total rausgebrochen ist alles. Ich bin zum Brötchen holen gegangen und unterhalte mich ein bisschen mit den Leuten vom Mühlenbäcker und dann drehe ich mich um und da steht dieses tolle Vieh vor mir. Und zwar nicht gerade allzu klein, dieses Wildschwein, und kommt auf mich zu und hat mich zu packen. Aber ich habe gar nicht so schnell gemerkt, dass das eigentlich so schlimm war. Und dann konzentrierte sich das Schwein auch schon auf die nächste Person. Letztendlich ist es Polizei, Feuerwehr gelungen, das Tier vor der Sparkasse im Eingangsbereich festzusetzen. Ein Jäger hat es dann letztendlich mit einem Schuss erlegt.